Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Map Erlengrad. Folge 4 müsste es zumindest sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ich bin gerade unterwegs zum Shop, um mein neues Pöttinger Mähwerk abzuholen. Und es geht ans Wiesenmähen. Ich möchte hier gerne das Feld rechts von uns hier gerade, Feld 15, möchte ich gerne mit euch mähen. Dazu habe ich mir ein Pöttinger Mähwerk gekauft. Da hinten seht ihr schon, weit entfernt am Shop stehen. Und danach mit einem Ladewagen, auch von der Marke Pöttinger, zu den Schäfchen bringen. Die haben Hunger. Ich dachte, wenn ich Ballen presse und da eh reinschmeiße, kann ich es auch gleich mit dem Ladewagen reinschmeißen, um einen Arbeitsgang mir zu sparen, ne? Das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Im nächsten Durchgang werden wir dann wahrscheinlich auch Ballen pressen und die dann ein bisschen lagern für die Tiere. Erstmal geht es um die Schäfchen, die wir haben. Ja, und da das hier keine XXL-Folge werden soll, werde ich das Ganze gleich als Timelapse machen. Ja, ich fahre jetzt sozusagen noch mit euch zum Feld, zur Wiese, besser gesagt. Oder ist ein Feld, aber ist Gras angesät. Um es genau zu sagen. So, alles dran. Wir machen mal die Rundumleuchten an. Ladewagen ist nur gemietet. Mähwerk ist gekauft. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt Bock auf eine kleine Timelapse, wie ich die Wiese mähe und mit dem Ladewagen fahre. Welches Wort? Ja. Wenn ihr Bock darauf habt, lasst doch einen Daumen nach oben da, ja, wenn euch das Video gefällt. Und denkt dran, abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen hier auf dem Kanal. Ich würde mich drüber freuen. Ansonsten geht es jetzt gleich in die Timelapse über und ich wünsche euch viel Spaß mit der Timelapse und wir hören uns danach nochmal wieder. Bis gleich!
Da bin ich wieder. Wie hat euch bis jetzt die Timelapse gefallen? Ich hoffe, genauso gut wie mir. Ja, ich muss noch einmal kurz zum Feld, zur Wiese und den kleinen Streifen da noch einsammeln. Den machen wir noch weg. Ihr habt es gesehen, es ging nicht so viel bei den Schafen rein, wie ich vermutet hatte. Ja, habe ich den Rest ins Silo geschmissen. Da machen wir Silage draus. Die brauchen wir ja auch für unsere Kühe. War so für mich jetzt das naheliegendste, hätte ich mal so gesagt. Ne? Ja, den kleinen Streifen hier müssen wir jetzt noch gerade wegsammeln und dann war es das auch. Dann gucken wir noch mal kurz, wie viel denn im Silo drinne ist an Gras. Ja, ist ein bisschen was zusammengekommen, sollte für den Anfang dann schon mal genügen. Ja, Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Und es hat auch alles gut geklappt hier mit den Geräten. Mit dem Mähwerk bin ich sehr zufrieden. Den Schwader, den großen Kuhn, der hat natürlich eine gewisse Arbeitsbreite. Es ist natürlich geil, damit zu arbeiten. Da schafft man einiges an Fläche schnell. So, das war's dann an Gras einsammeln. Ja, nochmal knapp 12.000 Liter aufgerundet, sag ich mal. Die bringen wir nochmal schnell ins Silo. Ladewagen noch zurückgeben ist ganz wichtig gleich, sonst kostet der nicht unnötig Geld. Und ja, ich denke mal, beim nächsten Mal werden es dann vielleicht auch mal ballen. Müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen. Oder ob ich immer mit Ladewagen spiele, aber dann kaufe ich mir, glaube ich, einen größeren. Sonst sind mir das einfach zu viele Fahrten, ganz ehrlich. Sonst sind mir das zu viele Fahrten. Habt ihr auch ein paar Einblicke vom Hof gekriegt, wie der so aufgebaut ist und eingeteilt ist. Ne? Wie gesagt, es fehlen natürlich noch viele Sachen. Ne? Es gibt noch gar nicht viele Fahrzeuge am Hof. Ne? Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie euch der Hof gefällt, den ich hier gebaut habe. Ja, und dann hätte ich auch gesagt, war es das auch gleich schon wieder. Ich lade jetzt hier nochmal den Rest ab. Fahr noch einmal über Silo. Und verdichten mache ich dann in Ruhe. Schaut noch einmal, wie viel denn drin ist letztendlich im Silo. So, wir flitzen mal hier rum. Dadadada. So, was haben wir? 27% verdichtet. Wir haben 156.142 Liter Gras hier reingeschmissen. Hexelgut. Füll schon Hexelgut, schreibt er immer. Daraus machen wir Silage, werde ich noch ein bisschen verdichten, muss man ja bis 100%, damit man erst zudecken kann. Ja Leute, das war's mit der Timelapse, beim nächsten Mal gibt es wieder eine normale Folge. Ich hoffe aber, so eine kleine Special-Timelapse zwischendurch hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonnieren nicht vergessen und Social Media bzw. Discord, Instagram und Twitch-Link sind unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss!